Ja, meine lieben Studierenden, herzlich willkommen zu Ihren Veranstaltungen im Sommersemester 2022. Mein Name ist Alexander Lasch. Ich werde heute gar nicht viel tun, sondern Ihnen nur einmal mit diesem Ankervideo die wesentlichen Informationen zukommen lassen, wie wir im Sommersemester die Lehre organisieren. Und zwar sowohl die Vorlesungen Sprachgeschichten als auch die beiden Seminare zur barrierenfreien Kommunikation und zur Variantengrammatik. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute zwei, drei Prinzipien vorstellen, mit denen wir arbeiten und wie wir arbeiten wollen. Und Sie so ein wenig auf das Sommersemester 2022 einstimmen. Zunächst einmal in dieser Woche, in dieser ersten Veranstaltungswoche, werden wir uns nur in der Vorlesung Sprachgeschichten sehen. Die beiden Seminare Barrierefreie Kommunikation auf der einen und Variantengrammatik auf der anderen Seite beginnen erst in der nächsten Woche aufgrund einer Gutachtertätigkeit, die nicht in Dresden stattfinden wird. Insofern sehen Sie mir das bitte nach, dass die beiden Seminare erst in der zweiten Woche beginnen. Gleiches gilt auch für meine Sprechstunde, die ebenfalls erst in der zweiten Woche angeboten werden wird. Ich würde sehr gern direkt einsteigen in die Vorstellung der Prinzipien, nach denen wir arbeiten. Sie alle sollten mitbekommen haben, dass wir im Sommersemester in voller Präsenz starten und das Ganze sowohl in der Vorlesung zu den Sprachgeschichten als auch in den Seminaren zur barrierefreien Kommunikation und in der Variantengrammatik. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Seminare nicht über die maximal gestattete Platzanzahl hinaus in Präsenz öffnen können. Aber alle meine Seminare und auch die Veranstaltungen werden hybrid organisiert sein. Ich würde Ihnen auch ganz kurz illustrieren wollen, wie ich mir das Ganze vorstelle, denn tatsächlich ist die hybride Organisation ja mit einigen Herausforderungen verbunden und verschiedene Veranstaltungsformate im letzten Semester während der vorlesungsfreien Zeit haben uns gezeigt, dass die parallele zur Verfügungstellung von zum Beispiel Videostreams, also Livestreams Richtung YouTube und zum Beispiel und das Aufrechterhalten einer Videokonferenz durch eine Person in der Lehre kaum zu bewerkstelligen ist, mal ganz unabhängig davon, dass die in den seltensten Fällen die Technik dafür vorbereitet ist. Deswegen würde ich Ihnen ganz gern einen Vorschlag unterbreiten, wie ich mir das Ganze vorstelle in diesem Semester und das Ganze jetzt am Beispiel erläutern, so dass Sie einen Eindruck davon bekommen, wie wir das Ganze organisieren. Zunächst einmal ist es so, dass wir in den Veranstaltungen selbst natürlich mit klassischerweise mit ganz unterschiedlichen Formaten arbeiten, wenn wir uns in diesem Kontext bewegen. Nämlich zum einen gibt es asynchrone Input-Videos, so haben wir in dem letzten Semester unterrichtet. Hauptsächlich Audio-Input asynchron, können Sie hier mal einklammern, wird es bei mir nicht geben, also wenn in Videoform oder eben gar nicht. Dann haben wir die Möglichkeiten, synchron in Chat-Umgebungen zu arbeiten. Das werden wir sehr stark nutzen. Und die Videokonferenz, wie gesagt, ist eine Option für ein Diskussionsformat. Das werden wir vielleicht in den Seminaren verwenden, aber da muss ich erst auf Ihre Rückmeldungen warten, ob Ihnen das überhaupt recht ist. Also das Hauptsächliche, wie wir die Hybridität der Veranstaltungen sicherstellen werden, ist über einen Livestream nach YouTube und das betrifft vor allen Dingen den Input. Dieser Livestream wird danach auch in Konserve weiterhin auf YouTube vorliegen und der Audio-Input asynchron ist mehr oder weniger fällt, deswegen in Klammern, fällt nach hinten ab, denn zum Beispiel die Vorlesungen werde ich auch nach wie vor auf meinem Podcast Vorlesung der Germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen veröffentlichen. Den finden Sie bei Spotify, wie auch schon die Vorlesungen aus den letzten Semestern, die ich dort regelmäßig einstelle. Kommen wir mal aufs Detail zu sprechen, mit welchen Tools ich das Ganze umsetze, denn das ist ja im Wesentlichen die zentrale Frage. Für alle Kurse ist eine Matrix-Umgebung, eine Matrix-Gruppe aufgebaut, also sowohl zur Vorlesung als auch zu den beiden Seminaren. Und diese Matrixgruppe ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die Präsentation von Inhalten, für die Kommunikation von aktuellem und auch
immer wieder für das Teilen der stets aktuellen Links, zum Beispiel in den Stream oder zu besonderen Quellen, die ich verwende. Deswegen, wenn Sie noch nicht Teil dieser Matrix-Community sind, melden Sie sich dort bitte für die jeweiligen Kurse an. Ich schreibe im Verlauf der nächsten Tage auch nochmal eine Erinnerungsnachricht via Opal, dass Sie tatsächlich dann den Weg in die Matrix-Gruppen zu Ihrer Veranstaltung finden. Des Weiteren arbeite ich, wenn es um kollaborative Tools geht, sehr, sehr gern mit dem Miro-Board. Ich weiß, dass es an dieser Universität nicht als offizielles Tool gilt und dass es auch datenschutzrechtliche Bedenken gegenüber diesem Tool gibt. Nichtsdestotrotz halte ich es für eins der best zu bediensten Whiteboards mit den meisten und besten Integrationsmöglichkeiten. Die von der Universität zur Verfügung gestellte alternative Collaboard macht hier aus meiner Sicht in der einen oder anderen Frage Schwierigkeiten. Das fängt an bei der Anzahl der NutzerInnen, die ich tatsächlich in so ein Board integrieren kann, bis dahin, dass es nicht so stabil läuft wie das Miro-Board. Allerdings sollte jemand von Ihnen tatsächlich der Auffassung sein, dass ich das Miro-Board aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht benutzen sollte, stelle ich die Arbeit ein damit. Ja, das bedeutet dann aber auch, dass ich ab diesem Zeitpunkt alle Informationen nur noch als ausgedruckte Variante zum Selbstkopieren in meiner Sprechzeit zur Verfügung stellen werde, zum Ausleihen. Also, wenn wir über Funktionalitäten sprechen, dann machen wir es dann in dieser Art und Weise. Gut, den nächsten Punkt, der sei schon einmal hervorgehoben. Ich sammle sehr, sehr gern anonymes Feedback ergänzend zu den offiziellen Evaluationen ein. Bitte halten Sie sich nicht damit zurück. Die Links finden Sie überall, sowohl in der Beschreibung zur Lehrveranstaltung, auf Opal, auf unserem Blog und in der Matrix-Gruppe. Und speziell hinweisen möchte ich Sie auf die digitalen Inhalte des Instituts für Germanistik. Hier finden Sie alle Vorlesungsaufzeichnungen der letzten Semester aus der germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte, der angewandten Linguistik und seit letztem Semester auch der älteren deutschen Literaturwissenschaft, sodass Sie hier diese Angebote nachnutzen können. Das ist hier nur ein Tipp, das mag ich nur zur Empfehlung geben. Wenn wir weitergehen zu der Frage, wie wird die Vorlesung aufgebaut sein in diesem Semester? Das ist ein wenig angepasst. Ich habe im letzten Semester immer mit 40 Minuten Input gearbeitet, 40 Minuten Interaktion, dann Feedback und Information. Das wird in diesem Semester ein wenig anders laufen, denn wir haben ja eine reguläre Präsenzveranstaltung und dem möchte ich auch Genüge tun. Also das heißt, es wird in der Vorlesung einen 60-minütigen Input geben und danach wird die Möglichkeit zur Interaktion bestehen. Hier würde ich zunächst erstmal mit 20 Minuten kalkulieren, dass man sich über den Stoff austauscht. Und das Ganze in einem hybriden Setting, ohne Videokonferenzumgebung, wie soll das funktionieren? Das kann ich Ihnen gleich zeigen. Und zwar tatsächlich ist es so, dass wir den YouTube-Stream laufen haben und dass Sie als Studierende im Vorlesungssaal und es betrifft auch die Seminare, mir in der ersten Sitzung diese schmucke Einverständniserklärung ausfüllen müssen, in der es um die Frage geht, wie Sie zur Veröffentlichung von Bild-, Tonaufzeichnungen sowie Forschungsdaten und Ergebnissen stehen. Und das Ganze wird nur relevant sein, wenn Sie unmittelbar vor Ort sind. Das ist das Zentrale, denn da kann ich zum Beispiel nicht vermeiden, dass wenn Sie sprechen oder wenn Sie eine Frage stellen, dass Sie dann zum Beispiel mit im Stream Ihre Stimme mitzuhören sein wird. Ich werde es aber wohl vermeiden, tatsächlich Videoaufnahmen aus der Vorlesung vom Auditorium zu machen. Gleiches gilt für die Seminarumgebungen. Und dann blende ich einmal auf meinen Desktop um. Das zeige ich Ihnen mal. Sie sehen jetzt ein bisschen vielleicht verwirrend hier im Moment mein Desktop-Screen, hier noch mich.
Und ich müsste jetzt mich mal ein bisschen verschieben, damit Sie eigentlich das sehen, worauf es ankommt. Und das muss ich mal die Kamera kurz hier rüberschieben. Sie sehen hier, dass ich integriert habe, der ist jetzt natürlich nicht live, weil ich mit YouTube nicht live bin, den YouTube-Chat. Das heißt, Sie können hierüber Fragen stellen und eingebettet in die Streaming-Umgebung auch die Matrix-Gruppe, hier jetzt zum Beispiel zur Vorlesung Sprachgeschichten, sodass ich direkt die Fragen aus dem Auditorium sehe und Sie darüber Ihre Fragen stellen können, wenn Sie denn Fragen haben. Und so zeichne ich nicht Ihre Stimme auf, ich zeichne kein Bild von Ihnen auf, aber wir haben dennoch die Möglichkeit, miteinander zu interagieren. Und diesen Weg würde ich sehr gerne nutzen, um eine hybride Umsetzung der Veranstaltung zu gewährleisten. Also Sie können im Livestream dabei sein, können via YouTube Fragen stellen oder via Matrix-Chat zur Vorlesung oder zum Seminar. Und so sind Sie mit dabei. Wichtig, wenn Sie vor Ort sind, brauche ich von Ihnen diese Einverständniserklärungen, aber die bringe ich in der ersten Sitzung zur Vorlesung und zu den Seminaren mit. Gut, das wären die Input-Phase und die Interaktionsphase. Das ist hier nochmal ausdifferenziert. Die Interaktionsphase in der Vorlesung 20 Minuten ungefähr, je nachdem, wie da auch Ihr Interesse ist. Wenn wir gemeinsam dort etwas erarbeiten, würde ich entweder setzen auf das Etherpad oder das Scriptpad, beziehungsweise auf das Miro, wenn es sich denn anbietet. Zum Beispiel beim Zusammentragen von Bildern taugt weder Etherpad noch Scriptpad gut, sondern dafür muss es dann das Miro sein. Ich würde gerne die Möglichkeit zu Feedback geben, und zwar immer ungefähr im Umfang von 5 Minuten für jede Veranstaltung. Und ich würde, wenn es denn angezeigt ist, gern zur aktuellen Lage der Lehre an der Universität berichten oder wenn es jetzt zum Beispiel neuere Entwicklungen gibt bezüglich Hygienestandards oder wenn bestimmte Prüfungsmodalitäten sich ändern und so weiter und so fort. Diese Möglichkeiten möchte ich gerne nutzen. Im Seminar selbst sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Prinzipiell, und das bezieht sich jetzt auf die Inputphase im Seminar, also das heißt auf die ersten Teile, auf die ersten Sitzungen der Seminare, würde ich sehr gerne einen Input organisieren und auch für Interaktion und Organisation jeweils 40 Minuten Zeit nehmen. Das ist die alte Aufteilung, wie ich sie im letzten Semester für die Vorlesung auch verwendet habe. Also 40 Minuten, 40 Minuten, dann Feedback 5 Minuten und Information ebenfalls 5 Minuten. Ungefähr so zur groben Einordnung. Auch hier würde ich das tatsächlich so machen, dass wir aus dem Seminar selbst streamen, also das heißt einen Stream nach YouTube haben und oder beziehungsweise eine Aufzeichnung, da bin ich mir noch nicht so sicher, ich denke aber, es muss ein Stream sein. Da würde ich allerdings diesen Stream als nicht gelistet stellen, das heißt, dass er nicht öffentlich bei YouTube ist, sondern ich würde dann den Link zum Stream immer in der Matrix-Gruppe zum Seminar teilen. Und die Interaktion selbst mit den Studierenden, die von auswärts sich zuschalten in diese Inputphase, ebenfalls organisieren über hauptsächlich über einen Chat und nicht konkret erstmal über eine Videokonferenz. Wir müssen aber sehen, wie das im Verlauf des Semesters ist und wie viele Studierende das überhaupt betrifft. Das ist tatsächlich bei der Vorlesung etwas anders. Bei den Seminaren müssen wir schauen, ob es dafür überhaupt einen Bedarf gibt. Doch auch hier gilt es, um es noch einmal zu sagen, dass ich vorher natürlich die Einverständniserklärung von Ihnen brauche, sonst können wir diese technische Umsetzung nicht gewährleisten. Bezüglich der Prüfungsleistungen im Seminar, dazu sage ich in den Seminaren selbst etwas, ist vielleicht an dieser Stelle nur interessant, dass wir uns vielleicht über die mündlichen Teile der Prüfungsleistungen unterhalten, also Referate und Präsentationen im Speziellen. Und hier würde ich mich freuen, wenn wir eine Tradition weiterführen, mittlerweile eine Tradition, nämlich einen studentischen Podcast Last Not Least. Und da würde es sich zum Beispiel anbieten, dass man die Präsentationen im Seminar im Audiokanal mitschneidet und dann sekundär in diesem Podcast veröffentlicht. Das wäre eine Option. Gleichzeitig ist es möglich, dass Sie Präsentationen natürlich vorproduzieren. Also das können Videos sein oder das können auch Hörbeiträge, Podcasts sein.
sodass wir die dann im Seminar gemeinsam anhören. Auch das ist denkbar. Darüber sprechen wir aber, wenn es soweit ist, im Seminar konkret. Da das Seminar natürlich aber auch eigene Arbeitsphasen hat, und das zeige ich Ihnen jetzt zum Abschluss, ist es so, dass Sie das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, diese Inputphase, dass wir diese Aufteilung der Sitzungen, also 40 Minuten Input, 40 Minuten Interaktion und Organisation, 5 Minuten Feedback und 5 Minuten Information, dass wir die vor allen Dingen am Anfang des Seminars uns nehmen, um sie in das Thema einzuführen und um methodische Fragen zu klären. Und dass wir dann aber in eine Erarbeitungsphase gehen, in der Sie in Kleingruppen bestimmte Themen für sich bearbeiten. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten Semestern. Und dass es gleichzeitig immer die Möglichkeit gibt, dass ich Sie darüber informiere, wie Sie, wenn Sie zum Beispiel ein digitales Präsentationsformat wählen und ein digital gestütztes Präsentationsformat wählen, wie wir das Ganze technisch am besten realisieren, sodass Sie dann idealerweise zwei Dinge lernen, nämlich erstens mal, sich thematisch in eine bestimmte Fragestellung einzuarbeiten, also barrierefreie Kommunikation oder Aspekte einer Variantengrammatik. Und dass Sie zum anderen aber möglicherweise auch das erste Mal in Ihrer Studierendenlaufbahn gemeinsam mit anderen eine Podcast-Folge produzieren. Der Abschluss der Seminare wird dann jeweils die Präsentationsphase sein und die folgt strukturanalog natürlich wieder der Inputphase, weil wir dann einen Input haben, der aber nicht mehr von mir kommt, sondern idealerweise von Ihnen. Diesen werden wir diskutieren und dann anschließend auswerten mit Feedback und die Informationen übernehme ich dann wieder. Das ganz grob dazu, wie die Lehre im Sommersemester organisiert sein wird. Wichtig war mir vor allen Dingen darauf hinzuweisen, dass ich höchstwahrscheinlich nicht auf Videokonferenzumgebungen setzen werde, weil ich mit der Videokonferenzumgebung, so wie wir sie jetzt bisher in Lehre und auch zum Beispiel auf Tagungen oder auf Workshops eingesetzt haben, nicht sehr zufrieden bin, was vor allen Dingen die Interaktion mit denen angeht, die sich zuschalten. Denn die haben das Recht, die Kamera auszublenden oder auch nichts zu sagen, sondern nur zu hören. Und ich würde gerne diese Beobachtung, die wir da gemacht haben, ausnutzen und sagen, gut, dann bieten wir es eben auch nicht mehr an, sondern bieten die Möglichkeit zur Rückmeldung und zum Feedback und zur Diskussion an, indem wir zwei Live-Chats offen haben, nämlich die Matrix-Gruppe und den YouTube-Chat. Ich freue mich auf dieses Semester. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das Präsenzangebot annehmen und starte am Freitag in der dritten Doppelstunde in der August-Bebel-Straße E08, einem der schönsten Hörsäle an unserer Universität. Freue mich auf Ihr Kommen, freue mich auf die Diskussion mit Ihnen, die Auseinandersetzung über bestimmte thematische Inhalte und bin bis dahin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch mit dem letzten Hinweis. Sie wissen, wir müssen die FFP2-Masken nicht tragen. Sie sind dazu nicht verpflichtet. Ich würde mich freuen, wenn Sie dennoch eine Maske tragen und sich generell an die Hygienemaßnahmen halten. Dazu zählt, dass Sie idealerweise und vernünftigerweise mehrfach geimpft sind bzw. genesen. Wenn Sie das nicht sind, dass Sie eigenverantwortlich sich zumindest an den Tagen, an denen Sie die Präsenzveranstaltung an der TU Dresden besuchen, sich testen, sodass wir alle uns und uns alle gegenseitig nicht höheren Risiken aussetzen, als es notwendig ist. Das soll es gewesen sein und ich freue mich auf die Lehre mit Ihnen und wir sehen uns, zumindest ein Teil von Ihnen, schon in dieser Woche, die anderen dann in der nächsten Woche. Bis dahin und bleiben Sie mir gesund und genießen Sie den Wiedereinstieg in die Präsenzlehre und ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Ciao.